Es sei nur angemerkt, dass dieser von mir hier im Kurzen vorgestellte Fallbericht der Behandlung eines Masochisten durch den Psychoanalytiker Wilhelm Reich entstand als Versuch der klinischen Widerlegung des Todestriebmodells, welches Freud zuvor eingeführt hatte. Reich argumentiert hierin, dass die Annahme eines Todestriebes nicht nur falsch sei, sondern auch klinisch keinerlei Relevanz besitze. Diese Beweisführung versucht er am Beispiel einer von ihm durchgeführten Psychoanalyse darzustellen, in welcher er einen jungen Mann behandelte, der, wie sich sehr zeitig herausstellen sollte, unter einem ausgeprägten masochistischen Charakter litt. Er war seit dem 16. Lebensjahr vollkommen arbeitsunfähig und gesellschaftlich uninteressiert. Sexuell bestand eine schwere masochistische Perversion. Er hatte nie mit Mädchen Verkehr gepflogen, onanierte aber allnächtlich, stundenlang in der typischen Weise, die prägenitale Libido-Strukturen kennzeichnet. Die Masturbationsfantasien auf dem Bauch ausgeführt waren dabei geprägt von Vorstellung, mit einer Geißel geschlagen zu werden. Auch war die Masturbation eigentlich nur ein Kneten des Penis. Er onanierte jede Nacht stundenlang, um nach ewigen Herauszögern einen kaum befriedigenden Orgasmus zuzulassen. Die Erschöpfung, die folgende Erschöpfung, setzte sich dabei in Schuldgefühle fort, welche ihn den ganzen nächsten Tag quälten, einzig um abends das gleiche Spiel dann zu wiederholen. Jeder Versuch der Gegenwehr, der von ihm unternommen wurde, gegen diesen masochistischen Sumpf, wie der Patient ihn nannte, führte einzig zur Verstärkung eben dieser Handlungen und auch des Gefühls des Versackens. Der erste Eindruck, den ich von ihm empfang, war der eines Menschen, der sich mit dem Aufwand aller Kräfte gerade noch aufrechterhält. Er trat zwar krampfhaft wohlerzogen und gesetzt auf, tat sehr vornehm und erzählte von seinen großen Plänen. Er wollte Mathematiker werden. Die Vorstellung, Mathematiker zu werden, stellte sich alsbald als Ideal eines asexuellen, reinen Menschen heraus. Die Mathematik war als Symbol absolut im Sinne der Abwehr besetzt, eine Gegenwehr gegen sein für ihn als schmutzig empfundenes Verhalten. Mit den ersten Stunden lockerte sich das Wesen des Patienten ein wenig. Die beherrschte Fassade, welche eigentlich kaum eine Fassade war, brach mehr auf und der Masochismus trat auch in der Behandlung deutlicher hervor. Zu Beginn der Stunden klagte der Patient einzig um jede von Reichs Deutung und jede von Reichs Deutung wurde mit dem Ausspruch "Just nicht, just nicht, just nicht" abgetan. Es stellte sich heraus, dass der Patient als 4- bis 5-jähriges Kind ungefähr eine ausgeprägte Trotzphase durchmacht, geprägt von Schrei- und Strampelanfällen stundenlang. Hier, so stellte der Patient fest, begann die Herauskristallisierung seines Masochismus. Eine verdrängte Erinnerung, die bald darauf bewusst wurde, hatte dabei aber eine besondere Bedeutung. Er hatte im Garten gespielt und sich dabei, wie unzweideutig aus der Gesamtsituation hervorging, beschmutzt. Da Gäste anwesend waren, regte sich sein schwer psychopathischer und sadistischer Vater sehr darüber auf, trug ihn ins Haus und legte ihn auf ein Bett. Der Junge legte sich dabei sofort auf den Bauch und erwartete mit großer Neugier, die mit Angst vermischt war, die Schläge. Der Vater verprügelte ihn kräftig, er aber hatte dabei ein Gefühl der Erleichterung, ein typisch masochistisches Erlebnis, das er zum ersten Mal hatte. Eine Einsicht darin, wie diese Szene den Masochismus bedingte und dass die Schläge nicht das Lustvolle an der Fantasie waren, wurde erst nach 2 Jahren Analyse deutlich. Zuvor wurde jedoch durch die Analyse die Trotzphase des Patienten wiederbelebt. Wiederbelebung alter Affekte, also nicht nur das Erinnern, sieht Reich dahingehend als unumgänglich für die Heilung an. Denn nicht die Erinnerung sei zwangsläufig das Problem, sondern die darin gestauten Affekte und affekthaft besetzten Konflikte. Diese müssten also durchgearbeitet werden, im Konkreten also abreagiert. Das Ideal des Rationalen, des Beherrschten, des sauberen und affektfreien Mathematikers stand dieser Wiederbelebung, dieser Abreagierung
der Affekte jedoch 6 Monate lang entgegen, bis dieser Teil des Charakters dann auch gelöst werden konnte. Das dauerhafte Ignorieren der Deutung Reichs und das sich wiederholende Just nicht, just nicht, just nicht wurde dann für Reich selbst zu einer Mitte, die Abwehr des Patienten zu durchbrechen. Er, und daran wird meiner Ansicht nach wohl wie an mehreren Stellen in diesem Fallbericht, Reichs Kreativität, seine Freiheit und sein Mut innerhalb der Behandlung deutlich, ahmte den Patienten nach, indem er selbst nach seinen Deutungen das Just nicht anfügte. Auf meine konsequenten Versuche, ihn ad absurdum zu führen, reagierte er einmal mit einem unwillkürlichen Aufstrampeln. Ich ergriff die Gelegenheit und forderte ihn auf, sich völlig gehen zu lassen. Er begriff zuerst nicht, wie man ihn zu derartigem auffordern könne, aber schließlich begann er mit immer mehr Mut, sich auf dem Sofa hin und her zu werfen, um dann zu affektiven Trotzschreien und hervorbrüllen unartikulierter, tierähnlicher Laute überzugehen. Dieses Außergehen wurde zu einem Schreien, welches selbst die Nachbarn im Hause hat ängstlich werden lassen. Doch, wie zuvor bereits erläutert, sah Reich das als Notwendigkeit an für die völlige affektive Wiederbelebung der kindlichen Neurose. Letztlich wurde dieses Toben jedoch irgendwann deutlich als Provokation gegenüber dem Erwachsenen bzw. auch gegenüber dem Analytiker in der Behandlung, wo andere Masochisten, also nach Reich, schweigen, um den Analytiker zu provozieren, tobte dieser. Reich erkannte und deutete dem Patienten, dass dieser ihn damit provozieren wollte, nötigen wollte, dazu streng gegenüber ihm zu werden. Doch das gerade diese Deutung nur die oberflächliche, also die ichhafte Perspektive sei, die eine Art Todestrieb, verstanden als genuinen Masochismus, als Lust an Schmerz und Bestrafung rechtfertigen würde, sei wichtig zu beachten. In Wirklichkeit geht es gar nicht um Strafe, sondern darum, den Analytiker oder sein Vorbild, den Erzieher, ins Unrecht zu setzen, ihn dazu zu bringen, sich in einer Weise zu benehmen, dass der Vorwurf, schau, wie schlecht du mich behandelst, einen rationalen Anhaltspunkt bekommt. Diese Provokation des Analytikers stellt bei jedem masochistischen Charakter ausnahmslos eine der ersten Hauptschwierigkeiten der Analyse dar. Ohne die Aufdeckung des beschriebenen Sinnes kommt man keinen Schritt weiter. Was darin deutlich wurde, war im Kern eine schwere Liebesenttäuschung, die der Patient irgendwann mal erfahren haben muss. Die Provokation, so verstehe ich es, könnten dahingehend als eine Art Wiedergutmachungsversuche, als masochistisch gefärbte Rache verstanden werden. Denn, und das gilt es zu beachten, der Masochismus ist im Sinne des ersten Triebmodells zumindest im Kern Sadismus, der aber vom eigentlichen Objekt, zumindest im Konkreten, abgewandt wurde. Der Sadismus kommt also immer noch zum Vorschein, jedoch in verschleierter Art und Weise. Man könnte sagen, über sich selbst wird dann auch der andere sadistisch bestraft. In dieser Hinsicht erläuterte ja auch Freud, dass die Klagen des Depressiven ja eigentlich Anklagen seien. Durch das Toben des Patienten und die Einsicht, dass Reich sich nicht provozieren ließ, löste sich die ständige Angst vor Strafe als eine Art Lustquelle. Damit war das Problem aber in keiner Weise behoben. Der Patient versank noch immer tagtäglich in seinem durch infantile Onanie und Selbstvorwürfen geprägten masochistischen Sumpf. Auch der Trotz bzw. das Toben hörten nicht auf. Ich begann nun, ihm einen Spiegel seines Benehmens vorzuhalten. Er pflegte mit einem grämlichen, von Leiden verzogenen, schwammigen Gesicht und in der Haltung eines Jammerhaufens vor der Tür zu stehen, wenn ich ihn vornahm. Ich öffnete die Tür und kopierte seine Haltung. Ich begann mit ihm in seiner kindlichen Sprache zu sprechen. Ich legte mich mit ihm auf den Boden und strampelte und schrie wie er. Er war zunächst erstaunt, begann aber einmal spontan zu lachen. Ganz erwachsen, ganz unneurotisch. Der Durchbruch war geglückt, aber nur vorübergehend. Ich wiederholte die Prozeduren so lange, bis er selbst zur Analyse griff. Was der Patient mit seiner masochistischen Weise forderte oder begehrte, wonach er sich sehnte, waren also Liebesbeweise. Ein nicht neurotischer, offener und auch aktiver Umgang
Seine Anhänglichkeit und der Hoffnung auf Liebesbeweise waren ihm jedoch unmöglich, sodass er zur masochistischen Verschleierung griff. Diese Verschleierung ist aber etwas, was in jeder Neurose vorkommt. Sie steht im Kerne aller, sind jedoch nichts anderes als Hemmung des eigentlichen, nennen wir es mal aktiven Begehrens. Umso stärker die neurotische Hemmung, umso stärker die daraus entstehende Spannung, umso stärker auch der Anspruch auf Liebesbeweise und das masochistische Ausagieren. Der masochistische Charakter im Spezifischen habe jedoch eine übersteigerte Angst aus der Kindheit mitgetragen vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden. Der Patient sehnt sich demnach eigentlich nicht nach den Schlägen. Er nimmt sie einzig als eine Art Alternative in Kauf. Er besetzt sie libidinös, weil sie der Hautkontakt sind, den er sich erlauben darf. Der Hautkontakt und die damit verbundene Wärme ist ja für das Baby beziehungsweise auch für das Kleinkind die Verkörperung des Gefühls, nicht allein zu sein, nicht verlassen zu sein. Das Schlagen werde also gefordert, weil man das andere sich nicht traut oder das andere sich nicht erlaubt und so das Brennen auf dem Hintern als anale Weise des Brennens der Hautwärme erlebt würde. Auch das Lungern im Bett, das sich zurückziehen im Nest des Masochisten wird damit erklärlich. Diese gewollte Wärme, die der Masochist in Bezug zu anderen Personen sich nur durch eine Strafe erlauben kann, erklärt Reich folgend psychophysiologisch am Beispiel der Angst. Nach dieser Annahme steigert die Kontraktion der peripheren Gefäße die Angst, ablassen bei Schreck, Kältegefühl im Angstzustand, Frösteln vor Angst und so weiter. Während das Wärmegefühl der Haut, dem ihre stärkere Durchblutung zugrunde liegt, ein spezifisches Attribut der Lust ist. Die innere Spannung ist physiologisch begründet in Veränderung der Blutgefäßerregung im Körperinnern, die angstfördernd wirken. Während die Durchblutung der Körperperipherie die innere Spannung und damit die physiologische Grundlage der Angst löst. Die stark ausgeprägte orale Lust des Masochisten, welche auch bei Reichspatienten deutlich wurde als eine Art Unersättlichkeit in Bezug zur Liebesversorgung, wird in dieser Hinsicht auch erklärlich. Bei dem Patienten zeigte sich, dass dieser seine oralen und auch seine analen Gelüste als Kind ausleben durfte. Er wurde sogar darin unterstützt und dafür geliebt. Jedoch in dem Moment, wo er ein weitergehendes sexuelles Interesse an der Mutter empfand, also ein infantiles sexuelles Interesse an ihr empfand, also diese beschauen wollte, sich wie Kinder das tun, auch für ihren Körper interessierte, wurde er mit der ganzen elterlichen Autorität konfrontiert. Die Durcharbeitung dessen, auch der Angst vor seinem Vater im Sinne des Wiederbelebens, des über den Trotz, führte dazu, dass der Patient stückeweise mehr und mehr Zugang zu seiner Genitalität bekam. Es stellten sich also Erektionen ein, er onanierte jedoch nicht mehr masochistisch knetend. Auch näherte er sich nun Frauen äußerlich scheinbar kräftig, aber behielt das Gefühl bei, innerlich verkrampft und unecht zu sein. Äußeren Erfolgen zum Trotz, also dass er mit Frauen was hatte, veranlasste ihn, diese Gefühlslage weiterhin zu klagen und ein Aufrechterhalten der Gefühle des masochistischen Sumpfes. Er neigte zu rascher Enttäuschung bei kleinsten Anlässen und zog sich bei der geringsten Schwierigkeit aus der Realität in die masochistischen Fantasien zurück. Dieses Schwanken zwischen mehr oder minder kräftigen Versuchen, sich genital in der Wirklichkeit zu verankern und raschem Flüchten in den Masochismus, dauerte viele Monate. Reich erkannte, dass die Kastrationsangst des Patienten ihm seine Genitalität durchsetzte. Er hatte genitale Angstvorstellungen über die Gefahr, die von der Scheide ausging, beziehungsweise den Verletzungen, die er durch den Verkehr am eigenen Glied fantasierte, erleiden zu können. Diese Ängste wurden über Monate besprochen, besonders auch im Kontext der Übertragung, was jedoch wenig Fortschritte brachte. Der Patient war überzeugt, einen zu kleinen Penis zu besitzen, stellte sich gegenüber Rivalen sofort passiv masochistisch ein
wodurch, so reich, er einzig seine Angst vor dem Vater versuchte zu binden. Bei den ersten Kultusversuchen wagte er nie, sich der Frau nackt zu zeigen oder sie sein Glied anfassen zu lassen. Die Exhibition gegenüber der Mutter war als Knabe, als Kind ihm erlaubt, besonders im Kontext der Toilettengewohnheiten. Selbst im 10. Lebensjahr führte seine Mutter ihn noch immer auf Toilette, kümmerte sich in diesem Bezug um ihn. Reich deutete nun, dass das Herzeigen des Gesäßes der Grund gewesen sei, dass er im Zuge der Entwicklung der Genitalität auch damit, also einem Herzeigen des Genitales, also seine Exhibition begann. Bei ersten Coitus-Versuchen durfte die Frau jedoch weder sein Glied anfassen, noch traute er sich, ihr nackt zu zeigen. Der Patient, wie erklärte, erlebte sich als wollend, jedoch war dieses Wollen nicht gedeckt durch seinen Charakter. Ich komme mir immer vor wie ein Offizier, der mit Hurra und gezogenem Säbel seiner Truppe weit voranstürmt, sich plötzlich umsieht und bemerkt, dass ihm niemand gefolgt ist. Auch war der Patient unfähig, Lob anzunehmen und verbat sich jegliche Kompetenz, denn gerade diese Aspekte gaben ihm das Gefühl, dass er wie ein irrigierter Penis sei, also wie man sagt, er potent sei und jeder ihn darin, also in seiner abstrakten Erektion, seiner Potenz, seinem Wollen und Können betrachten würde. Das Problem war praktisch, dass der Patient solche Angst vor genitaler Exhibition hatte, konkret wie auch symbolisiert durch Kompetenz, dass sich kein Selbstvertrauen aufbauen konnte. Auch das blöde Sein oder sich blöde machen als verdinglichte Angst vor der genitalen Exhibition seien auch Ausdruck dieser masochistischen Umgangsweisen mit seinem Begehren. Typisch sei es daher für Masochisten, dass diese keinerlei Führungsrollen einnehmen könnten, jedoch großartige Heldenfantasien produzierten. Nachdem der Patient einige Male geschlechtlich verkehrt hatte, wodurch sich sein genitales Selbstgefühl beträchtlich hob, stellte es sich heraus, dass er dabei eine viel geringere Lust empfand als beim masochistischen Onanieren. Doch er konnte sich trotzdem das genitale Wollustempfinden lebhaft vorstellen, was zu einem mächtigen Antrieb der Behandlung wurde. Im weiteren Verlauf wurde auch das Glied beim Akt immer wieder weich, sprich er verlor seine Erektion. Es stellte sich heraus, dass der Patient als Kind Angst vor der Toilette hatte, davor, dass aus diesem dunklen Loch etwas in seinen Hintern kriechen könnte und ihn beißen könnte. Den Stuhl in Folge zurückzuhalten und sich dabei einkoten zu können, führte jedoch zu der Angst, dass der Vater ihn bestrafen könnte. Der Patient hatte auch als Kind die Angst, dass er sich, wenn er auf dem Bauch lag und geprügelt wurde, einen Splitter in den Penis einziehen könnte. Alles zusammen erzeugte einen Krampfzustand der Blase und des Darmes, eine Situation, aus der das Kind nicht herausfand. Und das gab der Mutter wieder Gelegenheit, sich um seine Kotentleerung besonders zu kümmern, was einen neuen Widerspruch setzte. Die Mutter bejahte und befürsorgte die Entleerungsfunktionen so sehr, der Vater aber prügelte dafür. So wurde sein Ödipuskomplex vorherrschend anal fundiert. Spätere Kontakte mit Rivalen, also anderen erwachsenen Männern, reaktivierten diese Angst unbewusst, was dazu führte, dass er aus Angst seinem Genital die Besetzung, die Libido entzog und in Konsequenz anal passiv sich einstellte. Er bewunderte also diese Männer. Auch schlief der Patient bis zum 16. Lebensjahr im Ehebett der Mutter, bis er die vielsagende Phobie entwickelte, dass seine Mutter durch ihn schwanger werden könnte. Gerade diese Nähe, diese Körpernähe und Wärme, so reich, regte seine Onanielust stark an. Er hielt sich also beim Onanieren aus Angst, aus verschleppter Angst, die Mutter schwängern zu können, den Samen zurück und onanierte trotz dessen endlos. Das ist für Reich auch die Erklärung, dass der Masochismus keine Lust am Schmerz oder auch keine Lust an der Strafe sei. Der Masochist begehre, genauso wie jede andere Person, nur komme ihm die Angst vor der Strafe, vor der Untat, wie beispielsweise eben genannte Phobie der Befriedigung, in den Wege. Die Strafe erlaubt also einzig die Befriedigung.
Solange die Lustempfindung gering war, blieb die genitale Fantasie. Sobald aber die Lust sich zu steigern begann, sobald sich, wie der Patient sich ausdrückte, das schmelzende Gefühl einstellte, bekam er Angst, krampfte im Beckenboden, statt sich zu lösen, und verwandelte dadurch die Lust in Unlust. Angst ist also im Kerne der Betrachtung des Masochismus zu verorten. Die Angst schafft, so reich, das Gefühl der Entspannung im umgekehrten Sinne. Bei Angst entleeren sich, wie viele Kinder erlebt haben werden, Darm oder Harn. Und diese Entleerung ist eine Lust, die dann sich fixieren kann. In der Weise, dass Angst zur Bedingung eben dieser Entspannung wird. Die oft sogenannte Angstlust, also Lust an angsteinflößenden Erlebnissen, dürfte in dieser Hinsicht möglicherweise auch ähnlich gelagert sein. Der Bericht der Behandlung hört bei Reich jedoch an dieser Stelle leider auf. Er setzt einzig mit theoretischen Erörterungen zur Widerlegung des Todestriebes fort, welche sich aus diesem Fallbericht ergeben. Ich kann auch keine klare Aussage darüber machen, wie der Fall dann letztlich sein Ende fand. Einzig wird an einer Stelle deutlich, dass Reich als Beisatz erwähnt, dass der Patient später als Fotograf arbeitete und entgegen der Zeit der erstmaligen Tätigkeit in diesem Bereich, als jene Tätigkeit noch prägenital durchsetzt war, nach der Analyse seine Genitalität ganz im Beruf des Fotografen abführen konnte. Darin also Potenz und Befriedigung entwickeln konnte, die nicht im neurotischen Sinne kompensatorisch war. Dadurch lässt sich natürlich nicht mit Absolutheit schließen, dass die Analyse glückte, doch scheint es mir ein vielsagender Hinweis zu sein, da, wie Reich deutlich machte, der Charakter immer nur als Ganzes betrachtet werden könne. Genitale oder neurotische Symptomatiken zeigen sich einzig auch auf Basis eines genitalen oder neurotischen Charakters. Ich beende daher hier auch meine Besprechung des Falles mit, sagen wir mal, einer Art Zusammenfassung dessen, wie nach Reich eine Behandlung des Masochisten ablaufen müsse. Einerseits müsse die Libido aus den prägenitalen, also den infantilen Fixierungen gelöst werden, andererseits die genitale Angst aufgehoben werden. Mache man nur eines von beiden, scheitere die Heilung im Gesamten. Ist einmal eine adäquate Abfuhr der Libido durch genitalen Orgasmus erzielt worden, so pflegt sich das Wesen des Patienten rasch günstig zu verändern. Die ständige doppelseitige Arbeit an der genitalen Angst und an der prägenitalen Fixierung kann den Erfolg nur dann sichern, wenn die Schädigung der genitalen Apparatur nicht allzu schwer war und man nicht der Schwierigkeit gegenübersteht, dass die reale Umwelt des Patienten ihm immer wieder in die gebahnte masochistische Reaktion zurückwirft. Auch, und damit schließe ich den Bericht nun wirklich, ist es wichtig zu bemerken, dass die Lösung des Masochismus nicht ein einmaliges Ereignis ist. Es ist ein Prozess, der sich in Wellen durch die ganze Analyse, also über die ganze Zeit hinweg, ziehe und völlige Heilung sich oft erst längere Zeit nach der Analyse einstelle. Denn in dieser Zeit böten die Erfahrung eines geregelten Arbeits- und Liebeslebens die Möglichkeit, die tief sitzenden Spannungen, die verschleppten Spannungen, die selbst in der Analyse nicht abgeführt werden konnten, also Stauungen, Stück für Stück abzubauen oder abzuführen, besser gesagt, neue Erfahrungen zu sammeln und darin den Charakter freier, flexibler und befriedigungsfähiger werden zu lassen. Also das, was man in der Analyse erreicht hat, kann nun im Arbeits- und Liebesleben sich ausleben und abführen.